So, hallo, zum nächsten Video. Heute möchte ich Folgendes machen, und zwar habe ich eine Videoempfehlung bekommen von einer guten Freundin. Und nämlich genau das hier: Zwang basiert immer auf Lügen mit Ricardo Lepe und Felix van Frieden. Ja, zum einen finde ich das Video, ich habe es mir angehört, das Video an sich richtig geil. Und ich finde es eine wunderschöne Möglichkeit, Holofeeling mit raumzeitlichem Denken, ja, vermischen wäre das der falsche Ausdruck, sondern eben mal zu verbinden und vielleicht, ja, zu erweitern. Okay? Der nächste Punkt ist, ich habe mir jetzt einfach herausgenommen, dieses Video hier zu verwenden und auf meinem Kanal, teilweise hier auf einige Aussagen einzugehen. Wir werden uns also jetzt nicht das ganze Video anschauen, aber ich werde, ist eine unbedingte Empfehlung, schau es dir an. Ist ein richtig geiles Video. Ich bin auch gespannt, also ich kenne weder den einen noch den anderen persönlich. Ich kenne ein paar Videos von deren Kanal. Und rein, was ich jetzt als, wie ich jetzt auf diese Pixelmännchen, sage ich mal, auf dem Bildschirm wieder mein Programm reagiert, würde ich sagen, ja. Sind richtig coole Typen und die haben möglicherweise überhaupt nichts dagegen, dass der Typ hier ein Video darüber macht. Ja, und eben halt ausschnittsweise hier das Ganze wieder auf YouTube hier zeigt. Da geht es ja um Copyright-Geschichten und so. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht informiert, inwieweit deren Kanäle hier, was weiß ich, darauf Anspruch erheben. Mich würde es allerdings schwer wundern, wenn einer von den beiden Anspruch darauf erheben würde und zum Beispiel ich dann hier irgendwie eine Abmahnung bekomme oder irgendwie sowas. Würde mich schwer wundern, weil dann, so denke ich mir das jetzt aus, würde hinter diesen beiden ausgedachten Köpfen überhaupt kein Anschluss an Bewusstsein oder an Geist vorhanden sein. Bezweifle ich mal sehr schwer, weil ich immer sage, es ist der eine Geist, das eine Bewusstsein, der mit allen Masken oder hinter allen Masken oder durch alle Masken wirkt und arbeitet. Ja, und ich habe bei den beiden ein gutes Gefühl. Da lasse ich mich jetzt selber überraschen. Es ist ein kleines Experiment und es ist sehr, sehr spontan jetzt hier mir hochgekommen. Man kann ja auch sehen, das Video ist noch nicht lange online. Und ja, wie das Leben sich halt so zeigt, kommen manchmal die spontansten Ideen einfach hier aus dem Nichts und dann, ja, mal gucken, was passiert. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Kurz vom Prinzip her, ich werde immer zu bestimmten Kapitelchen springen, da kurz reinhören und dann ein bisschen noch meinen Senf dazugeben, so ein bisschen als Holofeeling-Erweiterung und werde hier sehr schön versuchen, zwischen raumzeitlichem Denken und Holofeeling das Ganze so zu verbinden. Und ich möchte hier überhaupt keine Kritik äußern, ganz im Gegenteil, ein großes Lob. Und ja, wahrscheinlich selber einen Haufen Spaß haben. Während ich das Video zum ersten Mal geguckt habe, so am Stück, kamen mir so viele Ideen, da ist es nur noch so gesprudelt. Und dann möchte ich jetzt, und ich hoffe jetzt, einige davon einfließen lassen zu können. Und wie gesagt, Pflichtprogramm, schau dir das Video unbedingt nochmal einfach so im Ganzen an. Gut, dann legen wir los. Einen kleinen Einschub möchte ich noch machen. Und zwar bezüglich zu diesem Pixelmännchen hier, Felix van Frieden. Zum einen erinnert er mich sehr an den, beziehungsweise die beiden Hauptdarsteller eines Films, eines absolut sehenswerten Films. Wie gesagt, ein Film hat ja an sich keine Qualität. Aber wenn du ansatzweise spirituell beziehungsweise geisteswissenschaftlich interessiert bist, wird dir dieser Film gefallen. Der Film trägt den Titel Der Wunderapostel. Und genau dieser Felix hier erinnert mich immer an diese beiden Hauptdarsteller. Das schwankt immer zwischen dem einen und dem anderen, weil die sehen sich auch irgendwie ähnlich. Und er ist irgendwie so genau, hat von beiden etwas. Meine ich, wie gesagt, durchweg positiv. Und also unbedingt gucken, der Wunderapostel. Dann das nächste. Die Namen muss ich auch noch kurz was zu sagen. Da fand Frieden, Frieden. Ich gehe jetzt kurz ins Hebräische und übersetze es zurück ins Deutsche. Ganz einfach, oberflächlich. Frieden ist die Frucht des Paradieses.
in Deutsch zurück übersetzt. Ich finde, es ist stimmig. Das passt zu diesem Typ hier. Ne? Und dann noch Leppe natürlich auch. LP, ich sag mal die Licht und Weisheit. Und PH ist der Mund, der Mundus intelligibilis. Ja, also die geistige Welt der Ideen. Das ist auch sehr stimmig. Also die beiden Namen, Nachnamen jetzt von diesen beiden Herren, die ich mir jetzt hier denke, sehr, sehr stimmig. Sollte passen. Mal gucken, vielleicht, wer weiß, lernt man sich mal kennen. Wer weiß das schon? Und weil ich jetzt hier vom Namen spreche, von meiner Seelengefährtin, die mir diesen Videolink zukommen ließ, dann vom Felix und vom Ricardo. Es ist und bleibt ein Selbstgespräch. Du träumst jetzt, das ist ganz wichtig. Allein der träumende Geist erlebt seinen Traum. Und zu dem spreche ich, zu niemand anderen, zu keinen ausgedachten Personen. Das ist unglaublich wichtig. Und das ist die Disziplin. Und das kann man immer nur wieder wiederholen und wiederholen. Immer und immer wieder. Und erst, wenn dir bewusst ist, dass ein träumend oder ein Geist träumen muss, ein Bewusstsein träumen muss, damit es in sich selbst eine Traumwelt aufschmeißen kann, dann ist dir bewusst, dass du jetzt schläfst und träumst. Das ist so, wie wenn du dich ins Bett legst, ganz normal, ich sage jetzt mal, dieser Körper und einschläft und zum Träumen anfängst. Du musst schlafen, um träumen zu können. Aber du träumst immer. Ohne Traum keine Traumwelt. Und wenn dir das bewusst ist, bist du im Traum, also jetzt wach. Das sind die beiden Seiten. Jetzt zieh mal los, so als, erlaub dir mal diesen Spaß, geh auf die Straße, in die Fußgängerpassage, in die Fußgängerzone oder sowas und frag mal den ein oder anderen Passanten recht freundlich, entschuldigen Sie, darf ich Sie was fragen? Und erst, wenn er sagt, ja, gerne, dann frage ihn doch mal, sagen Sie, würden Sie jetzt sagen oder meinen, dass Sie jetzt wach sind oder einfach nur schlafen und jetzt träumen? Dann wird er dich sehr wahrscheinlich anschauen, vielleicht lächeln, vielleicht hat er auch Fragezeichen auf die Augen und dich fragen, was das für eine blöde Frage ist. Natürlich ist er jetzt wach. Und dann kannst du davon ausgehen, dass diese Person tief und fest schläft, beziehungsweise einfach nur eine Erscheinung in deinem Traum ist, was generell alles ist. Es gilt für alle Personen, die in deinem Traum auftauchen. Aber hinter dieser Maske ist dann sehr wahrscheinlich überhaupt kein Geist, außer er zeigt sich neugierig und reagiert vielleicht so irgendwie, wie war das nochmal? Können Sie mich nochmal fragen? Was meinen Sie damit? Dann kann es gut sein, dass hinter dieser Maske das ist, was du selbst bist. Dass sich eben über diese zwei Masken begegnet. Sagen wir es mal so. So, jetzt aber genug der Worte. Jetzt legen wir los. Gut, dann springen wir hier in diesem Video bei Minute 606 rein. Bevor ich es laufen lasse, noch ganz kurz vorneweg, in diesem Video geht es ja schwerpunktmäßig um, ja, um die Bildung, ums Bildungssystem, Schwerpunkt in Deutschland, ums Lernen. Und bezüglich zum Lernen verlinke ich unter diesem Video drei Kapitelchen. Unbedingt mal reinlesen, am besten natürlich komplett durchlesen. Da geht es ums Lernen. Die nennen sich Lernen 1, Lernen 2 und Lernen 3 aus den Holofeeling-Schriften. Und das passt halt ganz unabhängig von diesem Video wunderbar zu diesem Video. Eine wundervolle Ergänzung. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar, die Kinder merken ja das, was falsch läuft. Auch vor allem in der Schule. Das merken tun das alle. Manche schlucken es runter, manche gehen dann mit den Fäusten nach draußen, rebellieren oder werden laut oder was auch immer. Mitbekommen tun das alle, wenn du mit ihnen sprichst. Ja, ich habe, glaube ich, mit mehr Kindern gesprochen als jeder andere im deutschsprachigen Raum. Ich habe weit über 100.000 von denen vor mir gehabt. Und jetzt sagen die zu mir im Vertrauen, und ich habe sehr viele lange Gespräche mit Kindern gehabt, die Erwachsenen lügen mich den ganzen Tag an. Die sagen Sätze wie, Schatzi, du lernst fürs Leben, nicht für die Schule, das macht ganz viel Spaß, das ist ganz schön, das ist die beste Zeit. So, das ist das, was sie hören. Jetzt kommt das Kind nach Hause und sieht Mama und Papa nie lernen. Die haben nie die Nase im Geschichtebuch und hören einem Lehrer zu. Die machen nie irgendwelche mathematischen Gleichungen zu Hause. Sagen mir aber, sie lernen fürs Leben. Ich lerne fürs Leben in der Schule.
Und das ist ein Problem. Wenn du A hörst und B siehst, glaubst du immer dem, was du siehst. So, jetzt hier hake ich kurz ein. Und das meine ich eben auch, wenn ich sage, ich möchte ein bisschen Holo-Feeling einfließen lassen, um diese ganze Geschichte hier einfach zu ergänzen, zu erweitern. Selbstverständlich in einem konstruktiven Sinne. Ja, also er sagt hier, ich spreche natürlich von Kindern, ich spreche generell von der Wahrnehmung. Was oder wem vertraust du mehr? Der, der dir irgendwelche Geschichten erzählt, die du noch nie gehört, von dem du nichts gesehen hast, oder demjenigen, was du selber siehst, mit eigenen Augen, ja, wo du dabei warst, dabei bist, was du am eigenen Leib erlebt hast. Also vertraust du mehr auf Informationen, die du vom Hörensagen kennst, oder auf Informationen, die du selbst erlebst, selbst wahrnimmst und am eigenen Leib verspürt oder verspürt hast? Das ist mal die erste Frage. Ich springe dann noch in einen zweiten Punkt rein. Da macht er noch mal so ein schönes Beispiel und dann sage ich dann noch was dazu. Ach ja, noch ganz wichtig, bevor wir weitermachen. Wenn ich sage, am eigenen Leib erfahren, ist wichtig zu verstehen, dass dein Leib nichts erfährt. Ich würde es eher so formulieren, dass du Geist durch deinen Leib, so als Zwischenhändler, wenn man so will, eben Dinge erfährst, was auch immer. Ich erkläre es nochmal so: Deine Augen sehen nichts, du Geist siehst, deine Zunge schmeckt nichts, du schmeckst, deine Hände fühlen nichts, du fühlst, deine Ohren hören nichts, du hörst und so weiter. Also wichtig, dein Körper ist ein ausgedachtes Ding, es macht nichts, das nimmt nichts wahr, du nimmst wahr. Okay, jetzt weiter. Wenn ich dir sage, ich habe 200 Kilo, wird schwierig. Wenn du mich optisch siehst, wird schwierig zu erklären. Wenn du das nur hörst und mich nicht siehst, glaubst du es vielleicht. Aber im Zweifelsfalle glaubst du deinen Augen. So. Das merken die Kinder. Also, du glaubst natürlich, selbstverständlich, hoffe ich doch mal, das, was du mit eigenen Augen siehst. Okay? Wir hören noch ein Beispiel an. So. Das merken die Kinder. Auch wenn die Lehrer sagen, Lernen ist so wichtig, was machen die Lehrer in der Freizeit? Kaffee trinken, tratschen und Fußball spielen oder lernen? Ist ein Problem, oder? Wenn ich das so sage. Mich siehst du in der Freizeit, wenn ich sage, ich bin Zauberer? Mich siehst du immer irgendwo mit Karten rumhantieren, ich bin immer irgendwo Tricks am Üben, weil ich das einfach liebe. Das mache ich auch gerne in meiner Freizeit. Und ich lerne auch in meiner Freizeit gerne. Nicht so wie in der Schule, das hat auch mit Lernen nichts zu tun, ja? Ganz wichtiger Satz, nicht so wie in der Schule. Das hat, ich sage jetzt mal, meistens mit wirklichem Lernen nichts zu tun. Warum? Ganz einfach, weil das ist Programmieren. Wenn du einen Rekorder hast, einen Aufnahmerekorder, okay, und da sprichst du was drauf, dann machst du Stopp, spulst zurück und drückst auf Wiedergabe. Dann gibt der das wieder. Eins zu eins, was du drauf gesprochen hast. Hat dieser Aufnahmerekorder, dieser Computer, irgendwas gelernt? Nö. Er plappert nur nach. Er rezitiert nur. Er gibt eben das wieder, was man ihn einprogrammiert hat, wie in einen Computer. Nicht viel anders verhält sich's mit Lernen 1, habe ich kurz erwähnt, ja. Also lesen. Das normale Lernen, was eigentlich ein vollkommener falscher Begriff ist für Lernen. Es ist reines Programmieren. Das heißt, du hast eine Schulaufgabe, eine Probe, da wird gesagt, so, da lernst du jetzt, keine Ahnung, vielleicht in Deutsch, ein Gedicht. Das lernst du auswendig und gibst es dann wieder. Wenn du es gut gemacht hast, bekommst du eine gute Note und dann vergisst du es meistens wieder. Muss nicht sein, aber in der Regel läuft es ja so. Und das kannst du auf alle Fächer übertragen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das ist kein Lernen, das ist Programmieren. Hat mit Lernen eigentlich nichts zu tun. Gut, wir machen weiter. Und da sagen die Kinder, alle Erwachsenen lügen den ganzen Tag. Und jetzt hast du da zwei Möglichkeiten. Mit der Lüge ist so eine Sache, kann man durchaus gut verstehen oder nachvollziehen, diese Aussage. Wobei dieses Lügen hört sich vielleicht fast jetzt für mich so an, ich interpretiere jetzt so ein bisschen vorsätzlich, als würden die Erwachsenen sagen, hey, lerne was, dann kannst du was. Und dann sehen die Kinder, was die Erwachsenen machen. Ja gut, die machen irgendwie, gehen ihren Hobbys nach oder was auch immer. Und da entsteht eine gewisse kognitive Dissonanz. Ja?
Das heißt, das, was du vielleicht gesagt bekommst, das, was du hörst, stimmt mit dem, was du siehst, irgendwie nicht überein. Und dann kommst du halt ins Zweifeln. Und das ist jetzt, glaube ich, hier so ausgedrückt mit, wenn er meint, die Kinder interpretieren das als Lüge. Der lügt mich ja an. Die Eltern lügen mich an. Der Lehrer lügt mich an. Die machen selber gar nicht das, was sie sagen, was so wichtig ist unbedingt. Ja? Kann ich wundervoll nachvollziehen. Gut. Ach ja, ich möchte auch bemerken, dass die Lüge als Ding an sich lediglich ein Teil der sogenannten Realität ist. Das heißt, sie ist von sich aus gesehen vollkommen wertneutral. Und es ist unser Wertesystem, die Lüge als was auch immer bewertet. Es liegt also nicht an dir, die Lüge zu bekämpfen oder zu intronisieren, sondern zu verstehen und zu integrieren, etwas daraus zu lernen und Schlüsse zu ziehen. Und die Kinder, die ich mir denke, ein aufgewecktes Kind, macht das. Ja. Jetzt hast du da zwei Möglichkeiten. Du schluckst es runter oder du gehst dagegen. Und wann ist eine bessere Gelegenheit, um dagegen zu gehen, als wie zu dem Zeitpunkt, wenn dein Körper selbst erwachsen wird, du plötzlich auf Augenhöhe kommunizieren kannst, dein Wortschatz sich erweitert und die Hormone anfangen so zum Sprudeln, dass du die Grundenergie dafür bekommst. Auch hier ganz wichtig, ne, auf Augenhöhe kommunizieren. Halte ich auch für unglaublich wichtig. Insofern diese Eigenschaft, oder ich nenne es fast schon mal Kunst, auch vorhanden ist oder etabliert ist, diese Fähigkeit, ja, dass du deinen Gesprächspartner immer auch da abholen kannst, wo er eben steht. Gelingt nicht immer, aber das ist so die Voraussetzung. Und Kinder sind ja in der Regel viel kleiner als du, als Erwachsene. Und deswegen ist hier schon die Kommunikation nicht auf Augenhöhe. Ja? Die schauen hoch, du schaust runter. Ist schon so eine Sache. Also auch hier immer versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Kann wundervoll bereichernd sein. Ich arbeite selber schon seit vielen, vielen Jahren an einer Schule nebenbei. Und da kann man solche Dinge super üben, aber eben auch mit eigenen Kindern, falls vorhanden. Und man kommt ja auch im Leben mit Kindern in Kontakt. Also hier immer unbedingt auf Augenhöhe kommunizieren und natürlich selbstverständlich auch mit seinesgleichen, mit erwachsenen Menschen. Immer auf Augenhöhe. Das ist eine Kunst, eine Herausforderung. Kann verdammt viel Spaß machen, kann man auch. Selbst sehr, sehr viel lernen. Wir springen ein kleines Stück weiter. Moment. Ihr könnt sagen, ihr seid dumm und ihr könnt euch nichts merken, wenn folgendes Szenario eintritt. Ihr spielt euer Lieblingscomputerspiel. Da kommt der zweite Teil davon raus und findet ihr toll. Dann spielt ihr einen Monat lang und nach einem Monat kommt Papa und sagt, du Sohn, schön, dass du ein neues Spiel dir gefällt. Worum geht's da? Und du sagst, Papa, ich habe keine Ahnung. Dann macht ihr Sorgen um deinen Kopf. Also hier geht es ums Spielen, um spielerisches Lernen. Finde ich auch einen super Punkt. Wenn du etwas gerne machst, wenn du interessiert bist, und zwar von dir selbst aus, dann lernst du spielerisch, du lernst freiwillig, du bist hochmotiviert und du hast überhaupt nicht das Gefühl, während du, ich sage ganz bewusst, dieses Spiel spielst, egal was es ist, was du machst. Dann hast du überhaupt nicht Angst, irgendwas vergessen zu können. So wie in der Schule. Du musst dir das merken, weil sonst bekommst du ja schlechte Noten oder irgendwas. Nein, wenn du spielerisch lernst, das ist ein wundervolles Lernen, das beste Lernen. Du musst dir überhaupt nichts merken. Du vergisst auch nichts. Und wenn du mal was vergisst, dann war es eh nicht wichtig. Oder du wiederholst es noch ein paar Mal. Es macht ja Spaß, es ist ein Spiel. So funktioniert Lernen, das ist die Richtung. Spielerisch, freiwillig, ohne Druck. Druck erzeugt immer Gegendruck. Darum geht es ja auch zum Teil in diesem Video. Also auch hier verstehe ich das Prinzip vom Druck. Wenn du dich einer erdrückenden Situation ausgesetzt fühlst, drücke nicht dagegen. Was nicht heißt, dass du nicht die Erfahrung machen darfst und sollst. Denn auch das ist Teil der Realität und auch daraus wirst du deine Schlüsse ziehen. Ja, also verstehe das Prinzip dahinter, ähnlich wie bei der Lüge oder auch wie bei der Spannung, wenn hier an dir gezogen wird und du siehst dich einer spannenden Situation ausgeliefert, zieh nicht dagegen, das erhöht die Spannung. Also entspanne dich,
Indem du das Prinzip verstehst und integrierst. Wie das funktioniert, ganz einfach, in dem Augenblick, wo du erkennst, dass du der Beobachter deiner Person und der Situation bist. Das heißt, du nimmst dich raus, du willst gar nichts mehr an der Situation verändern, aber in dem Augenblick ändert sich die Situation ganz von selbst. Okay, ach ja, dann könnte man auch sagen jetzt, naja, die Kinder, die verstehen das doch nicht. Da wäre ich mal vorsichtig mit dieser Behauptung, weil aus meiner Erfahrung würde ich sagen, wenn ich die Kinder, mit denen ich zu tun habe, die natürlich jetzt in diesem Kontext, im Holofeeling-Kontext auch Gedanken von mir sind. Jedenfalls diese Kinder sind noch viel näher an ihrer wahren Natur dran als so mancher Erwachsene. Die sind noch viel offener, wenn man ihnen diese Offenheit lässt. Ne? Und ja, also von dem her, die verstehen es vielleicht nicht bewusst, die können es vielleicht nicht so erläutern oder so darüber sprechen, wie ich jetzt hier darüber spreche oder wie so manche Erwachsene darüber sprechen, aber die sind intuitiv viel näher an ihrer wahren Natur. Dann macht ihr Sorgen, dass da irgendwas nicht gut läuft. Und dann habe ich die Schilderung gesagt, wem ist sowas schon mal passiert? Und ich denke, hey, wie soll denn das passieren? Wie soll ich einen Monat ein Spiel spielen, das mir gefällt und ich weiß nichts darüber? Siehst du? Ganz klar, ne? Also genau das ist das Ding. Wenn du mit Lust und mit Leidenschaft dabei bist, dann hast du ein unglaubliches Auffassungsvermögen, bist mit einer unglaublichen Kreativität, mit einer Auffassungsgabe dabei. Das findest du in Schulen. Nach meiner langjährigen Erfahrung fast überhaupt nicht. Und das ist keine Kritik, wie gesagt. Das sind nur Gedanken zum, ich sage jetzt mal, Nachdenken, zum Überdenken, zum Selberdenken und zum Reflektieren, ja. Gut, weiter geht's. Und dann habe ich noch viel Streitereien in der Schule gehabt, vor allem mit meinem Geschichtelehrer, weil du kennst doch, machst du die Römer und die Griechen und die Weltkriege und irgendwann kommst du zu den Inkas. Und meine Geschichtelehrerin, eigentlich war es damals, wusste nicht, dass ich 3 Jahre im Heiligen Tal der Inkas gelebt habe in Peru. Und der Inkas, die nicht Touri-Inka waren, sondern die keine Pässe kannten, kein Geld kannten, nie irgendwo außerhalb in der Welt waren, das sind noch Inkas. Die konnten auch teilweise nur Quechua, also die alte Inka-Sprache. Und dann erzählt die halt aus ihrem Geschichtebuch aus der Schule über die Inkas. Und nach 10 Minuten habe ich einen Lachkrampf bekommen. Wieso lachst du so blöd, Ricardo? Das ist so eine Scheiße, habe ich noch nie gehört. Ich habe da studiert, da stand der Wissenschaftler, die ist explodiert. Und ich habe dann nur gesagt, du, ich habe dort gelebt, wir können gerne darüber diskutieren. Warst du je dort, habe ich sie gefragt. Sie ist kreidebleich geworden. Ich habe Freunde da drüben, die können wir anrufen, dann erzählst du ihnen, was in deinem lustigen Geschichtebuch steht und dann lassen wir doch die Inka selber entscheiden, ob das stimmt. Die hat gar nicht mehr gewusst zwischen Rot und Grün, wie die im Gesicht geworden ist. Ja? Kann mich noch gut erinnern. Ja? Also, wenn mir Mist erzählt wurde, habe ich das meistens eben gesagt in der Schule. Ja, also hier nochmal super Sache. Da geht es nochmal um das mit eigenen Augen sehen. Das ist ein riesengroßes Thema. Und zwar, Punkt 1, erst einmal, jeder erlebt seinen eigenen individualisierten Lebenstraum. Okay? Du bist ein träumender Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und du erlebst deinen Traum, den erlebst nur du, nicht die Figuren in deinem Film. Alles, was in deinem Film passiert, in deinem Traum, ist für dich da, um zu lernen, zu reflektieren. Okay? Es ist maßgeschneidert für deine Entwicklung. Auch wenn es vielleicht mal über lange Bereiche nicht so scheint. Okay, was hier jetzt ganz wichtig ist, ist die Geschichte, die er hier erzählt mit seiner Geschichtslehrerin. Die hat das gelernt, die hat das studiert. Das können wir jetzt übertragen auf irgendwelche Professoren, auf alle Studierten, die auf ihr Wissen ganz stolz sind und sich darauf vielleicht mächtig was einbilden. Ich sag mal ein aufgeblasenes Ego ohne geistigen Hintergrund. Ja, einfach nur Figuren im Traum. Riesiges intellektuelles Wissen und wie gesagt, Intellekt hat oder muss
so gut wie überhaupt nichts mit Bewusstsein zu tun haben. Beziehungsweise, ich drehe es mal um, Bewusstsein hat so gut wie überhaupt nichts mit intellektuellem Wissen zu tun. Es ist fast überhaupt kein intellektuelles Wissen notwendig, um das zu sein, was Bewusstsein ist und das für sich selbst zu erkennen. Worauf ich jetzt hinaus will. Es ist so wichtig für dich zu erkennen, was jeden Moment hier und jetzt wirklich da ist. Wenn du zum Beispiel, ich mache wieder mein 20 Uhr Abend Nachrichtenbeispiel. Du schaust Fernsehen, da kommen Nachrichten und dann wird berichtet, je nachdem, was zeitaktuell ist. In dem Land ist das und dort sind die Menschen so und was auch immer. Ich frage dich jetzt, was siehst du? Dann kannst du sagen, ja, hier, da sehe ich, was weiß ich, Menschen, denen geht es ganz schlecht. Ja, dann in den nächsten Nachrichtensequenz kommt irgendwie eine Flutwelle, eine Wetter-Umweltkatastrophe und so weiter und so fort. Und ich sage, und dann kommt noch eine Sequenz, da siehst du vielleicht, keine Ahnung, ein ganz bekanntes Gesicht aus der zeitaktuellen, was weiß ich, Politik. Und ich frage dich, was siehst du? Und du sagst, ja, das ist der und der und da ist das und so weiter und so fort. Das passiert da überall. Und da, in diesem Augenblick, bist du in vollkommener Vergessenheit, weil das, was du siehst, ist einfach ein Fernsehgerät. Okay? Und das, was du interpretierst, was über dem, was du siehst, hinausgeht, sind reine gedankliche Konstrukte. Und damit baust du dein Gedankengefängnis. Das heißt, du siehst überhaupt nicht, was da ist. Du konstruierst vollkommen geistlos deine Welt um dich herum, die du dir unabhängig von dir selbst glaubst. Vollkommener geistloser Schwachsinn, ist überhaupt kein Vorwurf, aber das ist ein Hinweis darauf, okay, das zu erkennen. Immer dich selbst zu fragen, was ist hier und jetzt da. Und dann mache ich jetzt ein Beispiel dazu. Angenommen, du stehst vor Gericht, nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. Du warst, sagen wir, bei einem, du hast einen Unfall gesehen, einen Autounfall. Okay? Es sind halt zwei Autos ineinander gefahren. Und jetzt wirst du vor Gericht geladen als Zeuge, weil du was aussagen sollst, was du gesehen hast. Gut, der Richter fragt dich und wir sagen jetzt, der Richter ist ein göttlicher Richter, okay? Das mache ich jetzt dazu, das Attribut, so im Sinne von, der weiß eigentlich schon alles. Der testet dich nur. So, aber du weißt es natürlich nicht, ne? Okay, aber du weißt hoffentlich, dass du vor Gericht die Wahrheit sagen solltest. Gut, er fragt dich, so mein lieber Herr, Frau sowieso, was haben Sie gesehen? Und du sagst, ja, also mir wurde erzählt, dass das so und so war. Was wird der Richter dann sagen? Ganz einfach. Hören Sie mal, ich will nicht wissen, was Ihnen erzählt wurde. Ich will wissen, was Sie selber gesehen haben. Ah, okay, sagst du gut, ich habe gehört, dass bla bla bla. Da wird der Richter wieder sagen, ich will überhaupt nicht wissen, was Sie gehört haben. Ich will wissen, was Sie selbst gesehen haben. Und dann wirst du sagen, hoffentlich, was du mit eigenen Augen gesehen hast. Natürlich auch, wenn es denn wichtig ist, was du mit eigenen Ohren gehört hast. Aber du wirst ganz sicher nicht sagen, was du von anderen, von Dritten gehört hast oder erzählt bekommen hast. Ist vollkommen irrelevant für das, was da ist, um das zu beschreiben, was da ist. Okay? Darauf will ich hinaus. Und das kannst du auf alle Lebenssituationen in deinem Leben anwenden. Sobald dich einer fragt oder dir irgendwas erzählt, ich gehe wieder zu den Nachrichten, dann wird dir ja auch irgendwas erzählt. 10 Minuten lang oder so. Über die Welt da draußen. Das sind Erzählungen. Hast du es gesehen mit deinen eigenen Augen? Oder glaubst du es einfach nur blind? Und jetzt komme ich zurück auf alle Studierten. Vor allem auf Geschichtslehrer, aber auch Chemielehrer, Physiklehrer, egal, Mathematik, egal welche Fächer, ist fächerübergreifend. Egal, was diese Damen und Herren behaupten, auch hier kein Vorwurf, ne? Freispruch für alle. Keiner kann sich seinen Traum raussuchen und das, was er träumt. Freispruch für alle. Egal, was dir erzählt wird, du musst einfach nur sagen, können Sie mir das zeigen, was Sie da erzählen? Oder haben Sie es mit eigenen Augen gesehen? Oder plappern Sie nur nach?
was ihnen ihre Lehrer erzählt haben. Das kann man auch auf die Eltern übertragen. Du plapperst einfach nur nach, was dir deine Eltern, deine Erzieher, deine Umgebung, die Gesellschaft um dich herum erzählen. Und das könnte dir mal auffallen. Okay? Vielleicht spätestens jetzt, in dem Augenblick, wo du mich sprechen hörst. Und wenn du mich sprechen hörst, ist da auch ein wahrnehmendes Bewusstsein, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, also ganz wichtig, dieses Beispiel. Stell dir vor, du stehst vor einem göttlichen Richter vor Gericht und er fragt dich einfach, mein lieber Herr, meine liebe Dame, was haben Sie gesehen? Also erinnere dich, sag genau das, so gut wie du kannst, was du mit eigenen Augen gesehen hast und zu dieser jeweiligen Situation sagen kannst. Und das überträgst du jetzt auf alles, was du siehst. Ob du Fernsehen guckst, Nachrichten schaust, ob du ein Buch liest, ein Wissenschaftsbuch, ein Märchenbuch. Letztendlich sind es alles Märchenbücher. Und deine Logik macht aus den Bildern und Worten, die du liest, und den Bildern, die du siehst, eigene Vorstellungen, und zwar in Maßsetzung deines Intellekts. Und wenn du unbewusst bist, bekommst du das gar nicht mit und plapperst diesen ganzen Schmarrn mehr oder weniger einfach nach und glaubst, ah ja, da ist das passiert und vor 1000 Jahren waren die Inkas und da war das und was weiß ich. Das ist lächerlich. Und darauf übrigens baut eigentlich, naja, ich will jetzt nicht sagen annähernd 100%, aber ein riesengroßer Teil der Welt, wie du sie kennst, auf. Und eben das sogenannte Wissen, was dir erzählt wurde, ist eigentlich komplette Unwissenheit. Und da ist auch nichts falsch gelaufen. Das ist einfach nur da, damit du es bemerkst. Auch hier wieder diese beiden Seiten. Hat alles seinen Sinn. Das ist das Spiel. Mach mal weiter. Die hat gar nicht mehr gewusst zwischen Rot und Grün, wie die im Gesicht geworden ist. Ja? Kann mich noch gut erinnern. Ja? Also wenn mir Mist erzählt wurde, habe ich das meistens eben gesagt in der Schule. Und vor allem im Geschichteunterricht, ich habe immer gesagt, dass... Ganz kurz noch hier, wenn du so reagierst auf jemanden, wenn dir irgendeiner irgendwas erzählt und der reagiert so, wie er jetzt erzählt, wie seine Geschichtslehrerin, ja, dann hast du es eh mit einer KI zu tun. Die versteht sowieso nichts. Wenn hingegen dein Gegenüber neugierig reagiert, überrascht und sagt, hey, so habe ich es noch nicht gesehen, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Gegenüber keine KI ist, sondern dass hinter dieser Maske eigentlich du selbst sitzt. Das höhere Selbst, wie ich immer sage. Ja? Bewusstsein. Seine Geschichte, ja, oder im Englischen heißt es ja auch his story, seine Geschichte. Super Beispiel, Geschichte, history, his story, seine Geschichte. Jeder erlebt, jeden, den ich mir jetzt ausdenke, erlebt ganz individuell seine Geschichte, seinen Traum. Also ich wäre es eher. Und ich sage immer, wenn ich selber dorthin reise, dann höre ich eine andere Geschichte. Ich war letztes Jahr in Vietnam, wenn du mit Vietnamesen über den Vietnamkrieg diskutierst. Und dann siehst du dir die NATO-Schulbücher von hier an. Dann sind das zwei Geschichten. Und dann darf sich jeder, wenn man sich die anhört, selber überlegen, welche ist realistischer. Und ganz ehrlich, wenn ich... Hierzu, super Beispiel auch, aber auch ganz wichtig. Grundsätzlich ist es möglich, dass du, wer immer du jetzt auch zu sein glaubst, in deinem Traum eine ganz individuelle eigene Traumgeschichte erlebst und die durchaus von dir erlebt, natürlich von dir erlebt wird und durchlebt wird und die sich komplett unterscheidet von einer Figur, die in deinem Traum auftaucht und dir komplett was anderes erzählt, voller Überzeugung. Also auch hier versuche niemanden seine Geschichte, seine Überzeugungen auszureden. Okay? Aber vertraue du für dich nur auf das, was du selber siehst. Alles andere halte für möglich. Also es geht hier auch nicht über falsch und richtig oder wer hat recht oder wer hat die Geschichtsbücher geschrieben. Ja? Also jeder hat recht aus seinem Standpunkt, aber eben nur ein bisschen. Tassenbeispiel. Machen wir anders mal. So. Dann sind das zwei Geschichten. Und dann darf sich jeder, wenn man sich die anhört, selber überlegen, welche ist realistischer. Und ganz ehrlich, wenn ich japanische Geschichte studieren will, dann frage ich Japaner und nicht Deutsche.
Und wenn ich Schweizer Geschichte studieren will, gehe ich in die Schweiz. Und wenn ich von den Inkas was erfahren will, dann gehe ich zu den Inkas. Und so ein Typ bin ich halt. Und ich glaube eher denen, die dort leben, als diejenigen, die gegen die gewonnen haben und dann die Bücher schreiben. Wunderbares Argument ist aber auch nur oder lediglich eine Perspektive, ja? Weil als Beispiel, du kannst in die Schweiz gehen und die Schweizer fragen, 10 Schweizer fragen, wie sie, was ich, ein bestimmtes geschichtliches Ereignis, ob sie es kennen und wie sie es sehen. Dann kann es auch sein, dass du 10 verschiedene Geschichten hörst. Je nachdem, wie sich jeder Mensch, den du natürlich träumst, aus welchen Quellen er sich geistig ernährt. Okay, also du kannst durchaus durch 10 Masken, die zu dir sprechen, vielleicht die gleiche, das zum gleichen, zur gleichen Frage, ne, 10 verschiedene Geschichten hören. Vielleicht mit Schnittmengen, vielleicht was komplett Unterschiedliches. Also auch das ist wichtig. Es sind und bleiben Geschichten. Möglichkeiten, Seinsmöglichkeiten. Ja. Springen wir ein bisschen vor. Die wollen alles können, alles lernen, alles tun, bis die Schule kommt. Und jetzt sage ich sehr brutal, das ist der Anti-Ort des Lernens. Ist jetzt eine, könnte man sagen, eine harte Aussage, dass die Schule, die herkömmliche Schule, der Anti-Ort des Lernens ist. Möchte ich gar nicht widersprechen. Ich möchte nur sagen, dass da nichts falsch läuft in deinem Traum. Nur wenn man die Dinge so sieht, wie man sie eben sieht, wie jetzt hier in dem Beispiel, ich denke mir jetzt einen Ricardo, der das eben so sieht, und ich kann das durchaus nachvollziehen, dann ist es doch gut, dass es da ist und es ist wichtig, dass es da ist, weil nur dann kannst du was Neues lernen. Wenn, anders gesagt, wenn immer alles richtig läuft, richtig im Sinne von, wie es dir gefällt, wie es dich erfreut, lernst du nichts Neues. Er stört dich zwar auch nicht, weil das Leben plätschert dann freudvoll vor sich hin. Alles wunderbar, aber eigentlich lernst du nur aus den Dingen, wo du sagst, boah, das passt überhaupt nicht. Oder halt, wo du mal wieder irgendeinen Mist gebaut hast oder wo halt irgendwas komplett daneben läuft, in Anführungszeichen daneben, ja. Daraus kannst du lernen, aus Fehltritten, aus Rückschlägen und solchen Dingen. Wenn man kann, lernt man aus solchen Dingen am meisten. Also wichtig, dass auch, wenn dir auffällt, dass zum Beispiel das Schulsystem oder irgendwelche anderen Dinge, irgendwie, das kann doch gar nicht sein, das ist doch voll neben der Spur, dann ist es sehr, sehr wichtig für dich zu erkennen, dass du das erkannt hast. Und dann kann der Prozess folgen, dass du was lernst. Also bekämpfe die Dinge nicht, sondern reflektiere sie, füge diese beiden Hälften zusammen, wo du sagst, das ist falsch, hier ist richtig. Und macht aus diesen beiden Dingen etwas Höheres, etwas Vollkommeneres. Aber genau so schätze ich den Ricardo, wie er mir in mir erscheint. Einfach ein inspirierender Typ. Mach mal weiter. Es geht nicht ineffizienter. Könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen, aber jeder Prozess dort ist absolut destruktiv und gegen Kinder und Lernen gerichtet. Das sehen viele nicht, so, weil sie nur Schule kennen. Du kennst in Deutschland nur Schule. Es gibt nichts anderes. Und das ist immer, wenn alle mal sagen, ja, aber das beste Bildungssystem der Welt, sage ich, hast du andere gesehen? Auch hier wieder, ne? Hast du es selbst überprüft? Hast du es gesehen? Nicht nur vom Hörensagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch hier einfach mal ganz, ganz wertneutral, wenn ich so im Freundeskreis, man sitzt zusammen, keine Ahnung, Kaffeekränzchen, irgendwas, und dann die ganzen Gespräche, überwiegend, egal über welches Thema. Wenn es nicht gerade der selbst erlebte Urlaub ist, es sind einfach Hirngespinste. Alles nur Hörensagen, alles nur Geschwätz, wenn man so will. Ne? Nein, warum? Sag ich, dann können wir nicht diskutieren. Wie wenn du dein Leben lang ein Auto fährst, dann kannst du mit mir nicht diskutieren, ob das das Beste ist oder nicht. Du kennst nur eins. Und das ist das Hauptproblem. Du hast keine Vergleichswerte. Du weißt nicht, wie es ist, wenn es anders ist. Du hast keine Vergleichswerte und die Werte, die du hast, mit denen du vergleichst, hast du auch nur vom Hörensagen. Auch wenn du schlaue Bücher liest, sogenannte schlaue Bücher, egal welche, oder Zeitung, egal was, hat mit Bildung nichts zu tun. Das sind einfach nur Worte, die du liest und aus denen machst du in Maßsetzung deines Programms, deines Intellekts,
Bilder und Vorstellungen und die hältst du dann vielleicht für richtig, für wahr, für was auch immer. Die sind ja auch wahr. Es ist eine Wahrnehmungseinheit, aber es hat nichts mit Wirklichkeit zu tun. Es ist eine minimalistische, mikroindividuelle Perspektive von nichts. Kannst du voll vergessen. Auch hier wieder stilles Eingeständnis und Schweigen. Demut. Einfach mal den Mund halten, einfach mal Fresse halten und ja, über solcherlei Dinge reflektieren. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du mal Freilernen erlebt hast. Du weißt nicht, wie es ist, wenn es gar keine Schule gäbe. Wir kennen das gar nicht mehr. Es wurde uns so eingepflanzt, dass das so abzulaufen hat. Auch hier nochmal wichtig, dieses ganze Wissen, das dir scheinbar von außerhalb eingetrichtert, eingepflanzt wurde, das kommt nicht von außerhalb. Das trägst du in dir. Es ist nochmal, du bist ein träumender Geist. Und alles, was du erlebst, ist sowas wie ein Lebensbuch, das in dem Augenblick, jetzt denken wir raumzeitlich, von deiner Geburt an schon feststeht, was da alles passieren wird, was sich in dir entfaltet. Da kommt nichts von außen in dich rein. Es ist einfach ein Prozess, den du durchläufst. Ich könnte jetzt ganz lapidar sagen, so, ist einfach nur Unterhaltung. Sonst gäbe es ja nichts zu tun. Ja? Also nur nochmal wichtig, ne? Es sind keine bösen Menschen irgendwo da außen, die es bös mit uns meinen oder einfach nur dumm sind oder so und die uns irgendwelches Pseudowissen einpflanzen. Nein, das entfaltest du aus dir selbst heraus. Okay, weiter. Ich springe ein bisschen vor jetzt im Video. So, hier. Und das prägt sich ein. In der Schule ist der Hauptsatz, der wirklich im Unterricht steht, sprich mir nach, dann wirst du belohnt, sprich dagegen, dann wirst du bestraft. Da sind wir nochmal bei diesem Programmieren, einprogrammieren, ne, bei diesem papageienhaften Nachplappern. Das, was die sogenannten Autoritäten vorplappern, vorzelebrieren, was sie ja auch nur vom Hörensagen kennen, es sind mit Sicherheit die allerwenigsten, die ich mir jetzt denken kann, die das, was sie erzählen, auch selbst überprüft haben, ob es wirklich so ist. Geschichtliches Wissen, ob es wirklich so war, habe ich schon gesagt, in der Vergangenheit war nichts. Genauso viel wie in der Zukunft überhaupt nichts sein kann, weil alles jetzt ist. Okay? Also von dem her, so übrigt sich komplett. Das ist der Hauptsatz von der Schule, das ist der wichtigste. Nicht nur in der Schule ist das der Hauptsatz, das ist der Alltag. Zumindest in meinem Traum, ja? Dass hier ja, eine Gesellschaft von Nachplapperern. Ist aber auch lustig. ja, ist wirklich lustig. Wir machen weiter. Und ich springe wieder ein bisschen im Video vor. Dann hätten wir jetzt ein Problem. Alles, was wir haben, entsteht durch die Menschen, die ihren eigenen, individuellen, einzigartigen Weg gehen. Mein Papa hat da so ein schönes Bild dazu, sagt er, weißt du, Ricardo, Gott hat den größten Flachbildschirm der Welt. Das ist ein richtiger Junkie, was das betrifft. Ja, das ist ein Serienjunkie. Der hätte aber am liebsten 7, 8 Milliarden verschiedene Fernsehprogramme. Nicht 8 Millionen mal RTL und 5 Milliarden mal ZDF. Er hätte gerne viele verschiedene Fernsehprogramme, wo er sieht, dass sich seine Kinder auf diesem Planeten auf eine wunderbare und einzigartige Art verwirklichen. Schade, Das ist ein schöner Satz. Ne? Du darfst dich, oder ich hoffe, du betrachtest dich auch als Gotteskind. Und gut, mein Ding ist ja auch, sucht man es ja nicht raus, Bewusstsein und das Absolute. Also, und das ist immer diese Dualität, ich nenne es mal so. Auf der einen Seite zu wissen, dass du in der Essenz dessen, was du bist, das bist, was Gott ist. Ja? Und gleichzeitig innerhalb der Verwirklichung. Das, was Gott ist, ich nenne es auch gerne ich nenne es auch gerne die Wirklichkeit, die absolute Wirklichkeit. Die verwirklicht sich ja Augenblick für Augenblick, Moment für Moment. In dem, was eben jetzt da ist. Und der Punkt ist eben der, dass du erkennst, dass du auf der einen Seite der bist, der absolute Beobachter, der Wahrnehmer. Natürlich bist du das in dem Augenblick, wo wir darüber sprechen, nicht. Da ist schon was. Dann ist das schon wieder was Ausgedachtes. Aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Da ist immer das Problem mit der Kommunikation an sich, dass Worte an ihre Grenze stoßen. Und eben, du spielst auch die Hauptrolle auf der Theaterbühne des Lebens. Das ist eben der Punkt. Und da geht es eben darum, eben in Anführungszeichen sich selbst zu verwirklichen. Das ist immer so eine Sache. Das ist so eine, ja, so eine Ausdrucksweise. Letztendlich schaust du einfach nur dir selbst zu, wie du halt, was du halt im Traum erlebst. Okay? So. Ich springe wieder ein Stück vor. Würdest du im Leben nie so machen, wenn du dich mit irgendwas beschäftigen willst, dann setzt du dich auf tagelang auf etwas hin und versuchst da das aufzuarbeiten und machst du eine Pause, machst was anderes. Du gehst ja auch nicht arbeiten und sagst, so, 45 Minuten Videoschneiden. Mitten im Videoschnitt, obwohl du gerade verstanden hast, wie das alles zusammenpasst, hörst du auf und sagst, so, 45 Minuten kochen. Das kocht noch, du gehst einfach weg, sagst, 45 Minuten wird jetzt der Garten aufgeräumt. Ja? Finde ich super genial. Und was ich hier am allerbesten finde, ist jetzt dieses Grinsen, dieses Lachen vom Felix hier. Also, das gefällt mir jetzt hier einfach. Super cool, wollte ich mal kurz betonen. Ich denke, der hat hier auch riesengroße Freude bei diesem Gespräch. So denke ich ihn mir zumindest. Auch hier wichtig: Interpretation. Wenn du jetzt hier mich sprechen hörst und vor deinem Computer sitzt, was siehst du? Auch hier einfach nur einen Bildschirm. Pixelmännchen. Und schauen dich rein, glaubst du, das sind irgendwelche Menschen außerhalb, unabhängig von dir, außerhalb deines Traums? Oder kannst du es schon, ja, erkennen, dass es dein Traum ist, den du ganz allein für dich erlebst? Und alles, was im Traum auftaucht, kommt nicht von irgendwo außerhalb. Das taucht aus dir auf, in dir und verlässt dich auch nicht. Aber hier, wie gesagt, dickes, dickes Grenzen zurück. Richtig, richtig sympathisch. So arbeitet kein Mensch nirgendwo auf dem Planeten. In der Schule verlangen wir das von denen. Und ist auch ein super geiles Beispiel. Also kann ich so gut nachvollziehen. Bau dir mal zu Hause einen Gong ein. 45, alle 45 Minuten. Das ist einfach genial. Und wir sagen dann nicht, boah, du bist echt super im Sport. Nee, wir sagen, du kapierst Mathe nicht. Ja, ist auch eine schöne Eigenschaft. Vielleicht erkennen wir uns oder erkennst du dich da auch dich selbst ein bisschen wieder, dass man doch immer gerne geneigt ist, die Dinge, die man nicht so, scheinbar nicht so kann, seine Schwächen eher in den Vordergrund zu stellen und anzuschauen, als die Stärken. Also man tadelt viel lieber und leichter, als dass man lobt. Wobei, das kann man auch wieder drehen. Ich mache mir gerne sehr regelmäßig einen Riesenspaß daraus, einfach nur zu lästern, ne? Und zu scherzen. Über mich selbst und auch über das, was ich halt so in meinem Traum wahrnehme. Ist wunderschön, aber immer spaßig. Ich lache nie über jemanden, sondern mit jemanden. Okay? Oder eben einfach nur für mich. Weiter geht's. Also, schon wieder viel zu lang Machen wir hier geantwortet. weiter. Ja, du hast 100% recht. Ich erinnere mich daran, dass ich in der Grundschule in der 3. Klasse das erste Mal eine 3 hatte im Deutschunterricht. Und ich bin ja später auch Rapper geworden, aber und habe dann halt mit Buchstaben, mit Worten gearbeitet. Aber was hat die Frau gedacht, dass die meinem Aufsatz eine 3 geben kann? Und das war für mich damals heftig. Und ich weiß, dass andere Kinder schon 5 und 6 schreiben in der Grundschule. In der 3. Klasse kriegst du einen Zettel wieder und musst dir vorstellen, 5, ungenügend, mangelhaft. Und ich hatte schon mit befriedigend meine Probleme. Aber ich hatte vorher immer nur 1 und 2, hatte auch immer nur 1 und 2, außer diese eine 3. Ich dachte, boah, manche Kinder, die sagen dann, du bist nicht gut genug für diese Klasse. Du musst die Klasse wiederholen. Dann werden die rausgerissen aus dem Umfeld, müssen die Klasse wiederholen. Also was einfach für Sachen, was es einfach gibt. Ja, auch hier, ne, was es alles gibt. Und es hat seinen Sinn. Wichtig ist, Mensch, erkenne dich selbst, dann erkennst du deine eigene Göttlichkeit. Das ist schon ganz essentiell wichtig. Und das wird in deinen Schulen nicht gelehrt. Und warum wird es nicht gelehrt? Lehrst du es? Weißt du, wer und was du in Wirklichkeit bist? Darum geht's. Alles, was du siehst, ist auch immer eine Spiegelung aus dir oder von dir selbst. Du baust, wie gesagt, das, was du bist. Ich spreche nicht zu einer Figur, sondern zu dem, was du bist.
baut durch die Maske eine Welt auf, die es nach außen spiegelt, die ist durch diese Filtermaske. Und die Welt, die du siehst, wird zurückgespiegelt. Das heißt, die durchläuft diese Maske ein zweites Mal. Und dann wird das Ganze von dir ja, bewertet, wie ich immer gerne sage. Also, ich erinnere an das Orakel von Delphi, Knoti Seaton, bin jetzt kein Grieche hier in der Aussprache. Mensch, erkenne dich selbst, dann erkennst du Gott. Das ist traumatisiert so fürs Leben. Traumatisiert fürs Leben. Das. Und das Krasse ist einfach, was ich mir immer denke, ist. Ja, und wichtig noch mit dem Nodensystem. Es spiegelt auch ein bisschen meine Erfahrung wieder. Vielleicht findest du dich da auch. Wenn man sich mal hier und da beworben hat, irgendwo auf irgendeine Stelle, nachdem du 10, 15, 20, 30 Jahre vielleicht aus der Schule draußen warst, was sagt denn dein Zeugnis von vor 20 Jahren über den Menschen, der du jetzt geworden bist, aus? Gar nichts. Das ist lächerlich. Und falls du ein Personalchef bist von irgendeiner Firma und du willst eine Stelle besetzen und du lädst ein und dann kommen hier, keine Ahnung, 10, 20 Probanden, Bewerber, die legen ihre Zeugnisse vor und was weiß ich noch für Papiere. Gut, das ist schön und recht, kann man mal reinlesen. Aber ganz wichtig, und das gilt für alle Lebenssituationen, nicht nur als Personalchef, in Einstellungsgesprächen, immer in dem Augenblick, wo du dich mit jemandem unterhältst, solltest du vor allem als Personalchef dir über die Fähigkeit verfügen, diesen Menschen mit all deinen Sinnen vollkommen aufzunehmen. Alles, was er sagt, alles, was er nicht sagt, was er fragt, was er für Geschichten erzählt, seine Mimik, seine Mikromimik. Daraus solltest du lesen können, was für einen Menschen du vor dir sitzen hast, was für ein Gegenüber, was für eine Spiegelung von dir selbst. Darauf kommt es an. Das ist Menschenkenntnis. Und man kann sich auch täuschen, auch das gehört zum Spiel. Sonst gibt es da keine Enttäuschung. Ja, gut, soviel dazu. Wir machen weiter. Auch gerade mit den Pflichten. Jetzt gerade, es gibt ja ganz besondere Pflichten, was den Kindern reingedrückt wird, wenn die in die Schule gehen müssen. Das ist einfach eine Pflicht. Das ist unglaublich, wie darauf beharrt wird. Und es gibt, es ist so, ja und? Also ich bin ja jetzt 35 und hatte mit 20 da meine rebellische Phase, wo ich dachte, ich muss das alles hier klein machen. Bis jetzt ist es nur schlimmer geworden. Es ist einfach, wird jedes Jahr nur schlimmer. Und es gibt natürlich so immer hier und da Alternativen, aber im Großen und Ganzen wird es schlimmer und die Alternativen werden härter bekämpft. Auch eine sehr schöne Aussage oder Zusammenfassung. Auch hier sei gesagt, betrachte deine Welt wie einen riesengroßen Führerscheinprüfungsbogen. Und was hat ein Führerscheinprüfungsbogen, wenn du jetzt eine Theorieprüfung machst? Viele Fehler. Und die sind absichtlich drin. Die sind da, damit du diese Fehler erkennst, abhaken kannst oder ankreuzen, je nachdem, und umblättern. Und wenn du alle Fehler erkannt hast, hast du die Prüfung bestanden, wenn man das mal so als Prüfungsebene hier sehen will, diesen Bereich, diese Version des Traums. Was dich hier umgibt, ich sage immer umzingelt von Idioten, das sind absichtlich eingebaute Fehler in deinen Lebenstraum. Und diese sogenannten Idioten um dich herum, die sind so programmiert, die können nicht anders. Und eigentlich hättest du schon längst bemerken müssen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und anstatt, dass du das erkennst, deinen Haken machst und umblätterst und weitergehst, bleibst du an diesen Fehlern haften. Du bist fehlerbehaftet und fängst an, dagegen anzukämpfen. Druck erzeugt Gegendruck. Da baust du nur einen riesen Schwall auf. Ein Riesenproblem. Eine Riesenschwierigkeit. Also erkenne, dass die eingebauten Fehler gut sind. Ich sage immer, meine großen Lehrmeister, und bitte auch hier kein Vorwurf, meine großen Lehrmeister, bis auf eine Ausnahme, die größten Lehrmeister für mich, sind die Figuren in meinem Traum. Man findet sie vornehmlich, muss ich jetzt loswerden, in der Politik. Auch hier bestätigen die Ausnahmen, wenige Ausnahmen die Regel, aber auch in vielen anderen Bereichen. Von denen
kannst du am meisten, am allermeisten lernen, weil du kannst von denen lernen, wie man etwas nicht macht, wie man etwas nicht machen sollte. Okay? Schlimmer geht's nicht. Reg dich nicht darüber auf, sondern sag danke für diese Vorlage und danke, dass ich diese Rolle nicht spielen muss. Meine Güte. Darum geht's, das zu erkennen. Und das ist einfach für mich unglaublich, also einfach so zu fassen. Und deswegen bin ich ja so froh, dass du auf jeden Fall eine Alternative bietest. Und da können wir auch gerne drauf eingehen. Was würdest du sagen? Es braucht immer beide Seiten, ja? Das sogenannte Bekämpfenswerte, das alte, das schlechte System und die Alternativen. Aber es gehört zusammen, wie Kreis und Dreieck in der höheren Ebene verbunden ein Kegel ergibt. Wir springen wieder weiter. Ich will kurz gucken, weil du hast es auch vorhin einmal gesagt, es gibt halt diese Box, wir sind halt in dieser Box. Die Box, dein Gedankengefängnis. Das ist dein eigenes Gedankengefängnis, weil du nicht mehr weißt oder weil du vergessen hast, wer und was du in Wirklichkeit bist. Ich habe schon kurz erwähnt. Und auch da ist nichts falsch gelaufen. Das ist das Spiel in diesem Lebenstraum. Sich wieder zu erinnern. Jetzt hier noch ein schönes Beispiel. Aber versuchen wir dem Ganzen einen positiven Schwenk zu geben. Ja? Vielleicht noch ein letzter Satz, wenn wir sagen, wir haben ein freies Ding. Du kannst in Länder gehen, die offiziell eine kommunistische Diktatur sind, mit einer Partei. Und dort habe ich gefragt, hey, wie ist das, wenn wir hier eine Schule öffnen? Müssen wir uns nach den Stadtregularien rechnen? Oder ist das nach Ländern? Oder wie ist das bei euch aufgeteilt? Ja? Und der Politiker schaut mich an und sagt, das ist deine Schule, kümmere dich um deinen Mist. Das ist doch dein Problem, wenn sich die Eltern beschweren. Oh, ja klar, dein Haus, deine Regeln. Ah, erzählt das mal jemand in Deutschland, ja? Also das finde ich auch richtig geil, ne? Jetzt in meinem Lebenstraum zeigt sich auch mehr oder weniger so, auch rückblickend, jeder plappert irgendeinen Schmarrn nach, nennen wir es mal irgendwelche Regeln, Gesetze und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Regeln und Gesetze nicht wichtig sind. Die sind sehr wichtig. Aber diese Flut von Maßnahmen und was auch immer. Und dann fragst du mal einen, so sag mal, was denkst du eigentlich selber darüber? Und denkst du, ja, wenn er mal wirklich selber nachdenken würde, vorausgesetzt, eine Figur in meinem Traum könnte selber denken, müsste eigentlich sagen, ja, verdammt nochmal, warum halte ich mich eigentlich an diesen Schwachsinn? Was auch immer es ist. Ne? Also auch hier mal diese Reflexion, dieses reflektorische Denkvermögen, diese Fähigkeit zum Einsatz bringen, sich mal selbst zu fragen, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Du musst wirklich alles in Frage stellen. Mit alles meine ich wirklich alles. Deine absoluten Grundfesten, deine überzeugendsten Überzeugungen, deinen Glauben, alles, deine Meinung komplett in Frage stellen. Sonst mit der ersten Prämisse, mit dem ersten Gedankengut, mit dem du dich identifiziert hast, was von vornherein schon ein Lügengebäude war. Du musst vor diesen Gedanken gehen. Wenn du das nicht tust, baut alles weitere auf diesen ersten, Anführungszeichen, falschen Gedanken auf. Alles. Kannst du also voll vergessen, das ganze Gebäude deines Lebens. Weil es steht einfach auf wie ein Kartenhaus. Du hast ein komplettes Kartenhaus gebaut und die unterste Reihe ist einfach eine Lüge. Die komplette Lüge. Die fängt nämlich damit an, muss ich jetzt so sagen, dass du glaubst, geboren worden zu sein, dass du ein Körperverstand bist. Das ist die Grundlüge von allem. Und darauf baut alles weitere auf. Und alles, was darauf aufbaut, sind weitere Lügen. Auch hier sei gesagt, es läuft nichts verkehrt. Aber es ist wichtig, das zu erkennen. Ganz wichtig. Da werden Schulen geschlossen, weil die Toilette einen Zentimeter zu weit links ist. Genau. Aber ja, zum Positiven. Ja, es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer verrückter. Aber nur dann kann Wende entstehen. Nur dann geht es in eine andere Richtung. Nur dann kann es kippen. Das ist wie der Frosch, der langsam... Das ist die Wellenbewegung. Ja, da gibt es so einen schönen Spruch. Nichts bleibt 100 Jahre auf einer Seite liegen. Also alles
bewegt sich in Zyklen. Aber auch hier wichtig, nicht horizontal, chronologisch, zeitlich, sondern in der vertikalen, im ewigen Hier und Jetzt, auf und ab. Köckelt wird und es nicht merkt, wenn ich dem sofort heißes Wasser über den Buckel kippe, dann merkt er das. Und je schneller das passiert, desto mehr Gegenwehr gibt es. Je mehr Druck erzeugt er, desto mehr Gegendruck wird erzeugt. Das ist ein ganz normales Prinzip. Und ich kann es dir aus den letzten 8 Jahren, wo ich da jetzt aktiv bin, sagen. Und dieses Prinzip einfach verstehen, es ist nicht so schwer. Und lass die Traumfigur machen, was sie will. Wenn du sagst, na, ich befinde mich auf dieser Seite, egal auf welche, erzeuge Druck. Und da ist eine andere Seite, gibt es Gegendruck, ist immer Konflikt. Da kannst du natürlich mitspielen. Wenn es in deinem Spiel so ist, kein Problem. Lass es laufen. Aber sei der, der das beobachtet. Einfach nicht einmischen, schauen. Und du spielst beide Seiten. Du bist der Theaterspieler auf der Bühne. Der Theaterspieler auf der Bühne. Und der Beobachter gleichzeitig. Du musst nichts verändern an dem Film. Nichts verbessern. Es scheint allerdings eine Tendenz von Bewusstsein zu sein, immer einen verbesserten Zustand herbeizuführen. Oder die Tendenz im Menschen, nennen wir es so. Immer die Dinge verbessern zu wollen. Dem spricht auch nichts dagegen. Aber wichtig ist zu wissen, jede Verbesserung zieht eine Verschlechterung nach sich. Das ist eben das Gesetz der Polarität. Ich nenne es einfach mal so. Und du bist das Zentrum, in dem all diese Dinge stattfinden, immer vollkommen unberührt von allem. Und es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn in dir die Idee auftaucht, Dinge zu verbessern oder zu verändern. Also alles wunderbar, das ist eben das Spiel des Lebens. Wäre doch stinklangweilig, wenn jeder Tag der gleiche Tag wäre. Die Interesse an Lernen und Schule anders machen war immer so steigend. Je mehr der Druck die letzten 4 Jahre hochging, desto mehr ist das explodiert. Und du kennst es ja selber auch als Selbstständiger, die Kurve ist ja wie ein Angestellter, der verdient meistens ziemlich gleich. Und selbstständig am Anfang eher sehr wenig und irgendwann steigt das exponentiell an. Das ist die Bewusstseinskurve übrigens. Ja? Wenn du, nennen wir es mal, ein Geistesfunke bist, Geist von dem einen Geist. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, ganz einfach. Dann ist es diese Bewusstseinskurve, auch jetzt hier mal chronologisch angezeigt. Na, das fängt im Laufe des Lebens, beginnt es zu wachsen, ganz langsam, die ersten 20, 30, 40, 50 Jahre und dann so mit 40, 45, um jetzt mal an Jahreszahlen festzumachen, Pi mal Daumen, gibt immer Ausnahmen, 40, 45, 50, dann steigt die Bewusstseinskurve hoch und geht eigentlich exponentiell in die Senkrechte hoch. Hier gibt es auch noch was Schönes zu sagen. In der Regel ist es so, wenn du mit deinen Mitmenschen hier in deinem Traum kommunikativ agierst, dann kannst du Folgendes feststellen, dass ein 50, 60, 70-Jähriger von dem, was man Bewusstsein nennen könnte, nicht weit entfernt ist von einem 20-, 25-Jährigen. Die sind in der Regel einfach stehen geblieben. Die Wünsche eines 50-, 60-Jährigen unterscheiden sich im Wesentlichen nicht viel mehr von dem eines 20-Jährigen. Es kommen ein paar Dinge dazu. Meistens sind so Sachen wie irgendwelche Krankheiten und Zipperlein, wo drüber gesprochen wird, die du mit 20 noch nicht kennst. Aber was Bewusstsein betrifft, ist eigentlich gar nichts da. Weder beim 20-Jährigen, dem werfe ich es nicht vor, noch beim 60-, 70-Jährigen, dem werfe ich es auch nicht vor. Du kannst es nur beobachten, dass es einfach so ist. Bis auf wenige Ausnahmen. In dem Augenblick, wo du dich für dich selbst interessierst. Wenn man so will, ist das der Sinn deines Lebens. Und was ich jetzt unbedingt auch noch loswerden muss, es ist ein Spiel. Es gibt nichts zu gewinnen. Für das, was du bist oder für den, der du bist. Und für den, der du bist, für den gibt es auch nichts zu verlieren. Weil du bist alles. Und alles kann nicht mehr werden durch keinen Gewinn. Und du bist nichts und nichts kann nicht weniger werden, egal durch welchen Verlust. Immer wieder, ganz wichtig, ich verteile hier keine Karotten. Keine, mach das, dann passiert das und dann geht es dir besser. Kannst du voll vergessen. Oder kann es ansteigen.
Und wir sind am unteren Start dieser Kurve. Ja, am unteren Start. Stell es dir einfach so vor. Die Menschheit, die du dir jetzt denkst, und deine Menschheit ist ein Gedanke, den du dir jetzt denkst, und der wird so gedacht, wie es eben, was eben dein Programm hergibt, wie es dein Intellekt vorschreibt. So was in dir einfach rein programmiert wurde, was du in dir vorfindest. Und das ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss. So, und deine Menschheit ist momentan am geistigen Tiefstand angelangt, wenn man es mal so nennen will. Vollkommene Geistlosigkeit umgibt dich. Und jetzt frag dich mal, warum. Das ist auch ein Spiegel. Eine Spiegelung von ganz vielen Spiegelungen in dir selbst. Und du spiegelst alles in dir. Und, ach ja, ich spreche hier jetzt nicht zu einem ausgedachten Ricardo, ich spreche zu dem, der sich alles ausdenkt. Dieses ganze Video und ein ganzes Leben. Ja, und du musst der Erste sein, der in deinem Traum, ja, ich drück's mal so ein bisschen esoterisch aus, erwacht. Vom Erwachen haben wir schon gesprochen. Das, was du bist, ist das, was Wachheit ist. Und um dieses Spiel überhaupt in Gang zu setzen, musst du dich eben vergessen, damit du wieder hier diesen Weg chronologisch zeitlich durchlaufen kannst. Auf alle möglichen Arten und Weisen. Und ja, du musst der Erste sein. In dem Augenblick, wo dir die Dinge bewusst werden, wirst du auch auf Spiegelungen, auf andere Menschen in deinem Leben treffen, denen diese Dinge auch bewusst werden. Und so hast du das Gefühl, hey, wenn ich was tue und mich in diese Richtung bewege, da bewegen sich viele mit, ich kann was erreichen. Ist natürlich eine gewisse Art von Spiegelillusion im eigenen Spiegelkabinett, aber in dieser gewissen Selbstvergessenheit macht es durchaus Freude und Spaß und gibt Energie. Ja, so viel mal dazu. Wir machen weiter. Ich springe vielleicht noch mal ein bisschen vor. Und das waren immer so 5 bis 10 Familien, die sich auch mit den Jugendämtern angelegt haben und gesagt, mein Kind braucht kein Zeugnis und keine Prüfung von außen. Mein Kind. Das sind jetzt in dem Fall, das ist, wenn du dir das Video noch mal ganz ansiehst, Einzelne, die sozusagen entgegen dem, nennen wir es mal, allgemeinen System agieren, okay? Und eben, ich tue es mal so hinformulieren, wenn in dir das keimt, was man eine eigene Meinung nennen könnte, als eigene Meinung bezeichnen könnte, noch hast du keine eigene Meinung, weil du alles nur nachplapperst, wenn du genau hinschaust. In dem Augenblick, wo dir das bewusst wird, dass du dein Leben lang alles noch nachgeäfft hast, wahrscheinlich bis zum heutigen Tag, dann fängt deine eigene Meinung an. Das ist der erste Schritt, das ist schon mal die erste Meinung, die erste Tatsache, die du in dir selbst feststellen kannst, dass du eigentlich nichts weißt. Das ist mal ein guter Anfang, dann setzt du dich eigentlich auf, dann setzt sich dein System auf Null. Ja? Und dann wirst du sehr hellhörig, was die Menschen um dich herum, vor allem die sogenannten Autoritäten, Lehrer, wer auch immer, von sich geben. Und wichtig, die um dich herum, weil er jetzt eben sagt, die Welt um dich herum, alles, was von außen kommt, wird erstmal was abgelehnt oder so, mit Vorsicht genossen. Auch das Außen ist innen. Darauf will ich hinweisen. Ja, die Welt, die du dir ausdenkst, ist innen. Ich spreche zu dir, zu dem Geist, der in sich selbst diese Traumwelt aufbaut. Immer so, das sind die kleinen Puzzlestückchen, die ich einfach nur so ein bisschen ergänzen möchte. Ich hoffe, das kannst du für dich ein bisschen mit einordnen, ein bisschen mit einbauen. Ja? Ist gut, so wie es ist. Und das ist auf über 1100 Familien angewachsen. Und das spiegelt sich nach außen. Du musst der Erste sein in deiner Welt, der mit was auch immer anfängt, beginnt. Und das spiegelt sich eben auch aus dir heraus. Bisher, wenn du den Eindruck hast, die Welt ist aus den Fugen geraten oder die anderen, die ganze Gesellschaft, die Menschheit, wie auch immer, die spinnt total, ist es auch nur eine Spiegelung aus dir. Und dann kannst du einfach sagen, ja, verdammt, bis jetzt ist eben das, was mein Programm hergibt, ziemlich minderwertig. Scheint so zu sein. Da ist nichts falsch gelaufen. Das muss so deutlich sein. Die Fehler müssen so krass sein. Deine sogenannte Welt, die wir uns jetzt ausdenken, jetzt auf dem normalen Wortsinn,
die muss so krass, da müssen solche krassen Dinge passieren, die möglicherweise in deiner Traumwelt passieren, damit dir das mal auffällt. Weil so abgestumpft kann man doch gar nicht sein. Man muss praktisch dem Probanden die Marionette, sprich deine Figur selbst, man muss die Nase nicht nur 5 cm über den, Entschuldigung, den Misthaufen halten, man muss sie wirklich reintunken, sonst schnallst du es nicht. Naja, kein Vorwurf. In den Jahren. Und das kriegst du nicht mehr zurück. Da haben sich Gruppen entwickelt, vor allem die Löwen-Mami-Gruppen, die kriegst du nicht mehr zurück, wenn du das mal erlebt hast über ein paar Jahre, wie das ganz anders laufen kann. Und du weißt, ich krieg 4 Jahre Grundschule in 4 Monaten in das. Auch hier der Punkt, ich bleibe beim Bewusstsein anhand seines Beispiels, seiner Worte. Das, was du für dich erkannt hast, und ich spreche hier, wenn wir so wollen, von wirklicher Weisheit, von Erkenntnissen, von Tatsachen. Wenn das mal in dir installiert ist, dann kannst du nicht mehr zurück. Du kannst da nicht mehr verblöden. Und du gehst auch keinen Schritt mehr zurück. Das sind wie Kleidungsstücke, die zu klein geworden sind oder Schuhe, die zu klein geworden sind. Die sind nicht zu klein geworden, sondern du bist gewachsen. Auch hier muss ich jetzt nochmal revidieren. Das, was du bist, nennen wir es Bewusstsein oder das, was Geist ist, das wächst nicht. Bewusstsein kann nicht wachsen. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich höre, Bewusstseinserweiterung und solche Sachen, so Schulungen und sowas. Das ist Blödsinn. Aber ich lege es mal so aus, da wird dir vielleicht ein Wort verwendet oder manchmal werden Worte verwendet, die passen nicht so wunderbar. Mache ich ja genauso. Also auch hier alles gut. Bewusstsein kann man nicht erweitern. Bewusstsein ist das, was es ist. Das Einzige, was passiert, dass du dich selbst wieder erinnerst und die Schichten um dich herum, um diesen absoluten Kern des Innersten, was du selbst bist, die werden einfach durchlässiger. Diese Ego-Schichten, das ist eigentlich alles, was passiert. Und letztendlich ist nie was passiert. Ich sage es nochmal, dieses Spiel, das Weltenspiel, das Spiel des Lebens ist ein Spiel. Und auch wenn es noch so schwer ist manchmal, so schwer erscheint, selbst die Leichtigkeit des Seins ist unerträglich. Wenn du im Ansatz erfährst, was du selbst bist, das kann man nicht erfahren, du bist das. Auch hier Selbsterfahrung, du kannst dein Selbst nicht erfahren, gar nicht. Aber auch hier verwende ich halt solche Worte, um überhaupt darüber sprechen zu können, wieder einmal. Was wollte ich eigentlich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Egal. Mach mal weiter. Kind 3, stressfrei. Und die restliche Zeit macht Sport, Musik und Kunst und tanzt und singt und die spielt Theater. Dann gehst du nie wieder zurück. Genau, also du kannst nicht mehr zurückgehen. Okay? Das ist so eine Art Befreiungsschlag. Du wachst. Ach, vielleicht kennst du diese, wie heißen die Puppen? Matroschka. Matroschka, irgendwie so. Die Puppe in der Puppe, die Puppe in der Puppe. Ja? Und ja, eigentlich geht es nicht von innen nach außen, das heißt von der kleinsten zur größten Puppe, sondern die äußerste Puppe, die wird abgeschmolzen. Dann kommt die nächste Puppe, die wird abgeschmolzen oder wird durchlässig, die Ego-Schichten, bis zur kleinsten Puppe. Und die letzte Puppe, die machst du auch noch auf. Und was ist dann da drin? Nichts. Da ist nichts mehr drin. Das ist wie, ich glaube, die Zwiebel ist es. Die Zwiebel hat keinen Kern. Und das ist der Kern der Sache. Das, was du bist, ist absolut nichts, ein nicht denkbares Nichts. Und jetzt verwende ich ja auch Worte. Jetzt sage ich ja auch, du bist nichts. Denkst du, nichts, nichts ist ja ein Wort, ist ein Geräusch. Auch das bist du nicht. Aber ich muss es ja in Worte fassen. Und das ist das Thema. Es muss mal ins Feld hinein. Genau, das ist das Thema und es muss ins Feld hinein, ins ausgedachte Feld. Es läuft alles in dir ab, der Film. Du kennst es doch auch jetzt im Sport. Alle haben immer gesagt, unter 10 Sekunden kann man die 100 Meter nicht laufen. Der Erste hat es geschafft und im nächsten Jahr haben es gleich x andere geschafft. Das sind die Spiegelungen. Du musst dieser Erste sein und du bist der Erste, wenn du erkennst, was du selbst bist. Ganz wichtig, auf
Du bist dieser Eckstein, was ich im vorigen Gespräch, glaube ich, kurz angesprochen habe, auf dem deine Welt aufbaut. Und von dem wissen die Baumeister deiner materiellen Welt überhaupt nichts. Die sogenannten klugen, gescheiten, gescheiterten, erfolgreichen Eliten, oder wie auch immer du sie nennen willst, die angeblich bestimmen, wie die Welt hier zu sein hat. Die wissen gar nichts. Das ist der Test, was du zu durchschauen hast. Also reg dich nicht auf über diese geistigen Tiefflieger. Seien sie noch so intellektuell aufgeblasen. Es geht um Bewusstsein, um nichts anderes. Alles andere ist vergänglich. Dein Leben, das, was du bis jetzt geglaubt hast zu sein, dieser Körperverstand, der zerrinnt dir wie Sand, wie feiner Sand zwischen den Fingern. Und das ist eine Sanduhr, wo das durchläuft. Also nutze das jetzt und hier, um dir Gedanken zu machen, wer und was du in Wirklichkeit selbst bist. Darum geht's. Und sonst um gar nichts. Aber auch hier nochmal, auch mit dieser Erkenntnis kannst du letztendlich nichts gewinnen. Da kommt eben das nächste Spiel. Das ist ein ewiges Spiel mit dir selbst. Die Barrieren sind hier oben. Gedankengefängnis ist alles hier drin in dir. Also schön und gut, was dir deine Menschheit, deine Welt, deine Lehrer und Erzieher in deinem ausgedachten Leben erzählt haben. Setz dich auf Null. Das musst du ja nicht vernichten. Das hältst du ja auch in der Schublade bereit, dieses ganze Pseudowissen. Vieles davon ist ja auch wunderbar, wundervoll. Aber vieles eben auch nicht. Hauptsächlich hier oben. Und wenn die ersten Mal da durchgehen durch diese Barrieren, ja, da kriegst du einen im Kopf, wenn du das erste Mal rausgehst. Wie die ersten Leute gesagt haben, eventuell dreht sich nicht alles um die Erde. Also, ne? Du hältst dich selbst durch dieses sogenannte Wissen, was du dir eingefangen hast wie ein Virus, in deinem Gedankengefängnis gefangen. Und ist ganz klar, wenn du dich da rauswagst und du bist der Erste, der sich rauswagt in deiner ausgedachten Traumwelt, dann kannst du schon mal eins auf den Kopf bekommen, ja? Aber das wird immer angenehmer, immer lustiger, immer interessanter und so weiter und so fort. Natürlich nicht immer nur positiver oder sowas in der Art. Das sind schon wieder Wertungen. Es ist immer von allem etwas. Aber du betrittst ganz neue Daseinsbereiche. Und umgekehrt, dann bist du verbrannt worden früher. Wenn du gesagt hast, da drüben liegt ein anderer Kontinent und nicht Indien, bist du erhängt worden. Jetzt wirst du halt medial erhängt und wirst denunziert oder was auch immer. Aber die Ersten haben die Köpfe rausgestreckt und das sind ganz schön viele. Du musst der Erste sein, ich sag's nochmal. Okay, wir springen wieder ein bisschen vor. Und die gewonnene Zeit empfehle ich immer vor allem für Sport, Musik und Kunst zu verwenden, weil das die drei Fächer sind, die das Gehirn am schnellsten entwickeln. Das ist übrigens, das ist immer gestrichen wird, die Jahrzehnte in Deutschland und Österreich. Ja? Sport, Musik und Kunst können wir immer Abstriche machen, immer weniger machen. Ja? Aber Hauptsache mehr Mathe und mehr Physik. Hier möchte ich kurz eingehen auf das Wort Mathematik. Da erlaube ich mir jetzt einen kleinen Seitenhieb. Ist nicht bös gemeint, ist auch gegen überhaupt niemanden, keinen Mathematiklehrer oder irgendwas. Ich möchte nur auf die Worte hinweisen, okay? Und wir schauen uns jetzt kurz die Etymologie an, des Wortes Mathematik. Und dann schauen wir uns noch Griechisch, Altgriechisch an, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Aber wichtig, wir haben immer grundsätzlich zwei Richtungen oder zwei Seiten von allen Dingen, von jedem Wort, von jeder Sache, von jedem Ding. Okay? Es gibt nichts, was nur einseitig so oder so wäre. Grundsätzlich hat alles, grob gesagt, zwei Seiten und dazwischen unendlich viele Zwischenstufen. Also, schauen wir mal kurz rein. Entschuldigung. Hier Etymologie, Mathematik. Und hier will ich eigentlich erstmal nur auf das hinaus. Das Gelernte, die Kenntnis. Gut, das sagt mal noch nicht so viel aus. Rest kann man lesen. Wir schauen weiter. So, hier. Ich gehe wieder rein hier in das, ich sage jetzt mal, ich nenne es mal das hebräische Wörterbuch. Hebräisch, Deutsch,
Nur also mal als Hinweis, unglaublich, ja, ich kann nicht sagen wichtig oder spannend, wie diese Sprachen miteinander zusammenhängen. Das ist unfassbar. Hebräisch übrigens mit allen Sprachen. Wir könnten jetzt auch ins Griechische gehen, tun wir auch, aber wir bleiben jetzt mal rein hier auf dieser Seite. Hier, Hebräisch, Mathematik, ganz normal, buchstabiert könnte ich sagen. Hier, Matma, Griechisch, bedeutet das Gelernte, hat man eben, ja? Jetzt kommt's, geistlos gelerntes Wissen. Wir waren heute schon zu Anfang von diesem Gespräch. Ich habe darauf hingewiesen, Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3, unten verlinkt. Lernen 1 ist das normale, geistlos gelernte, programmierte Wissen. Ich sage mal reingeschaufelt da oben, einfach reinschaufeln. Auswendig lernen, ausspucken, fertig, aber nicht wirklich was gelernt. Das ist die raumzeitlich ausgedachte Wissenschaft. Ich spreche immer von normal, unser, ich nenne es mal, im alten Verständnis des Lebens. Da draußen ist eine Welt, unabhängig von mir, Raum, räumlich, zeitlich getrennt und so weiter und so fort, bla bla. Ne? Das alte Wissen, blau geschrieben, rot geschrieben, ist alles inwendig in dir. Du denkst dir alles aus, jetzt. Dann hier, Matthias, bedeutet Torheit, vergebliches Suchen und geistloses Bemühen. Deine derzeitige persönliche Mathe, griechisch Mathe, Mati, ne? Das heißt, deine erlernte, einprogrammierte Erkenntnis über die Wahrheit. Hier, Aletheia, ist auch griechisch, bedeutet wörtlich Wahn, Irrsinn, Umherirren eines unbewussten Gottes, eigentlich der Wahn Gottes, Aletheia, ne? Alicia. Thea, Theos ist ja der Gott. Alidia, wenn du nachguckst im Griechischen, wird das ja mit Wahrheit übersetzt. Unter anderem. Das ist der Wahn, der Irrsinn. Deines derzeitigen limitierten Daseins ist deine Geist, dein eigener Matthäus. Hier, Matthäus. Bedeutet eitel, nichtig, vergeblich, erfolglos, unvernünftig, töricht, töricht, lügenhaft, fälschlich, unwahr und prahlerisch. Frevelhaft, sündhaft und schnöde und in einem Irrtum befangen. Nur mal so viel dazu zum Wort Mathematik. Hier gefällt mir noch das Wort sündhaft, die Sünde. Auch ein sehr spannendes Wort. Amartia im Griechischen. Wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, aber fällt mir eben gerade ein. So, hier, das muss ich jetzt schnell machen, weil das Wort Sünde stammt vom gotischen Wort Sunja. Das bedeutet Wahrheit, stell dir vor. Sünde bedeutet Wahrheit. Jetzt pass auf, warum ist es so? Die wiederum nennt sich auf Griechisch Alidea, da haben wir es, Alidea, ne? Haben wir eben. Wörtlich als Ali und Thea gelesen, der Wahn Gottes. Im altgriechischen Original des Neuen Testaments steht für das Wort Sünde das griechische Wort Amartia. Wie auch immer man das ausspricht, da bin ich nicht so bewandert. Das bedeutet biblisch hier, Neues Testament, Sünde, Missetat, Missgriff, Irrtum, Vergehen, Fehler, also Sünde, ne? Wird meistens als Sünde übersetzt. Etymologisch kommt das Wort von a martyros. Das bedeutet unbezeugt, von niemandem gesehen. Wir hatten das heute, wenn du vor Gericht stehst und er fragt dich, was haben sie gesehen, kannst du es bezeugen, was du gesehen hast, mit eigenen Augen oder laberst du nur irgendjemanden nach, deinen Lehrern und Erziehern, deinen Autoritäten. Immer selbst hingucken, egal was einer behauptet. Dann sag zu ihm, zeig's mir. Und wenn es dir nicht zeigen kann, dann ist er halt der Schwätzer. Fertig. Okay? Das gilt für all deine Wissenschaftler auch. Zeig mir mal ein Photon, ein Elektron, ein Proton. Und so weiter und so fort. Der ganze Teilchen, das Higgs-Teilchen, das Gottesteilchen, das würde ich gerne mal sehen. Also, unfassbar. Okay, die Vorsilbe A hier, ne, von A, Martyros, ist eine Verneinung im Griechischen. A, das ist ähnlich wie das In. Inkompetent heißt nicht kompetent. Und A wie asozial, nicht sozial. Ja, es, dann haben wir hier Verneinung und der zweite, die zweite Worthälfte, ne? Martis bedeutet Zeuge, Zeugin, Beweis. Martyria, das Martyrium, ist das Bezeugen.
Eine Zeugnisaussage. A matira heißt eben nicht wirklich bezeugen können. Vom Hören sagen. Das heißt, ich habe es gehört, boah, oder irgendwas gelesen und jetzt beschwöre ich es mal, dass es so ist. Deine Beschwörungen, die werden dich einholen. Also beschwöre nur das, was du auch selbst bezeugen kannst. Hör dir alles an, egal was einer labert, auch mein Zeug hier. Aber prüf das nach, ob das wirklich so ist und die Quellen dafür. Es ist so eingerichtet in deiner Traumwelt, dass du das überprüfen kannst. Frag dich immer, was ist hier und jetzt wirklich da? Wie schon mit dem Fernsehen, egal was im Fernseher läuft. Das sind Pixelpunkte, das sind nicht mal Bilder, die du siehst. Und wenn da irgendwelche Menschen rumlaufen, das sind keine Menschen. Und da bewegt sich auch nichts. Das sind verschiedene Helligkeitsgrade auf dem Bildschirm. Das ist das, was da ist, jetzt mal grob gesagt. So, jetzt kommen wir noch zurück zum zweiten Wort. Also hier, genau, Mathematik. Hat man das schon? Ah ne, das ist ähnlich und doch nochmal ein bisschen anders. Ne? Hat man schon das Gelernte, die eigene Erkenntnis, Fragezeichen. Ist es wirklich deine eigene Erkenntnis oder hast du es einfach nur übernommen von irgendwelchen Leuten, die dir irgendwas erzählt haben? Egal, was es ist und wer es ist. Gelernter Stoff, angeeignetes Wissen. Ne? Matthäus, sprich Matthäus, jawohl, bedeutet eitel und nichtig, hat man ja eben schon vergeblich erfolglos. Ja? Sündhaft und schnöde. Ein Mathematikos haben wir hier. Sprich Mathematikos ist ein Zeichendeuter und Wahrsager. Schau einfach mal, nimm dir mal ein altgriechisches Wörterbuch zur Hand. Gibt es ja heute alles digital. Übrigens auch auf dieser wunderbaren Gematrie Explorer Seite. Verlinke ich vielleicht auch für alle Interessierte mal unten unter das Video rein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Dann kannst du mal nachgucken. Hier ist eine wunderbare, wunderschöne digitale Hebräisch, Deutsch, Lateinisch und Altgriechisches Wörterbuch einprogrammiert. Das ist in dir drin. Das kannst du aus dir hochholen. Das ist nicht irgendwo da außen. Wird auch als Sterndeuter und Astrologe übersetzt. Er erklärt sich selbst automatisch. Was ist ein Automat? Denk an die Automatik in einem Auto oder an einer Waschmaschinenautomatik. Da kannst du einstellen, das Programm, dann drückst du auf Start und dann macht die Waschmaschine halt, je nachdem, 40 Grad Vollwaschgang, keine Ahnung. Weiß die Waschmaschine, was sie tut? Mit Sicherheit nicht. Die führt einfach nur Befehle aus und da ist kein Bewusstsein. Bitte jetzt nicht beleidigend auffassen. Wenn du es beleidigend auffasst, dann bist du gar nicht hier in dem Gespräch angelangt. Dann bist du einfach nur eine KI. Und wenn du jetzt und hier das Gespräch noch hörst, dann ist deine Maske, ist hinter deiner Maske wieder, wie ich immer sage, das eine Bewusstsein. Okay? Und dann wirst du mindestens neugierig. Und alle Insider, die ich mir jetzt denke, für die ist das alles ein alter Hut. Das ist mir auch klar. So. Also. Erklärt sich selbst automatisch wie eine Maschine, ne, ein Computer oder halt so ein Gerät, in Maßsetzung seines eigenen Bildungsdogmas. Jetzt könnten wir uns noch anschauen, was ein Dogma ist. Das schaust einfach selber mal nach. Das Bildungsdogma, ne, das ist ein schönes Wort. Was angeblich wirklich wahr ist, angeblich wirklich wahr. Ne? Das ist überwiegend, vielleicht ergibt sich mal ein schönes Video, gibt es genügend auf der Holofeeling, ist ja hier auch verlinkt, die Holofeeling, der YouTube-Kanal Holofeeling, die allerbesten Vorträge über diese Themen, einfach mal reinhören. Alles andere erscheint ihm zwangsläufig unlogisch, falsch und damit auch als Lüge. Also jeder fanatische Besserwisser, der nur glaubt, dass er mit seiner Meinung das, was er weiß, Scheinwissen, er hat Recht und so weiter, der wird automatisch behaupten, dass jemand, der was anderes behauptet, nicht recht hat, dass es ein Lügner ist, ein arroganter Besserwisser oder was auch immer. Das ist nur eine Spiegelung, mehr nicht. Und auch hier nochmal zeitaktuell, ich erwähne einfach nur das Wort Demonstrationen für oder gegen was. Das sind alles Einseitigkeiten, egal zu welcher Seite du dich
zugehörig fühlst. Es sind Einseitigkeiten. Du musst der sein, du bist der, besser gesagt, wenn du mich jetzt sprechen hörst, der alle Seiten einsehen kann, der jeden Standpunkt einnehmen kann, der sich in die Schuhe eines jeden stellen kann und damit jede Meinung mitgehen kann. Da fängt Weisheit an. So viel dazu. Jetzt gehen wir aber zurück. Das war jetzt mal so viel zum Mathematiker. Ja, das Wort Mathematik hat nichts mit Rechnen zu tun. Das ist Arithmetik. Arithmetik. Das ist mit die Kunde von Zahlen, die Zahlenkunde. Aber Mathematik hat von der Wortbedeutung her ursprünglich überhaupt nichts mit Rechnen zu tun. Gar nichts. Oder mit Zahlen. Erst dann im allgemeinen übertragenen Sprachgebrauch. So. Jetzt gehen wir zurück zum Video. Wir machen direkt hier im Anschluss weiter. So, dann habe ich Vorschläge, was man sonst mit der Zeit machen kann. Eben von Spiritualität bis Atmung bis sonstiges. Spiritualität, gute Idee. Atmung, ATM, Atom, der Adam, der eine, das Ungeteilte. Sehr gute Idee. Auch hier, je nachdem, wie Sie es wollen. Das ist Schritt 1. Tolle Themen. Wir haben diese Zwänge von oben nicht mehr so stark. Wir binden die Kinder... Ja, von oben. Ausgedachte Autoritäten sind keine Autoritäten. Du hast die unbewussterweise als Autoritäten anerkannt, weil du sagst, du verwechselst dich mit dem hier und der hier ist wahrlich dumm. Du verwechselst dich mit dem und sagst, ja, ich bin ja der Dumme. Der andere, der Lehrer oder wer, die Autorität, die wissen ja was. Selber schuld? Nee, Freispruch, keine Schuld. Das muss dir nur auffallen. Da ist nichts falsch gelaufen. Ein und fragen, was wollt ihr davon überhaupt lernen? Und dann wird 90% vom Schulstoff wegfallen. Du wirst nicht mehr binomische Gleichungen lernen, du willst nicht mehr wissen, was 328 vor Christus in Frankreich unterschrieben wurde, wen hat Napoleon im ersten Lebensjahr ermordet. Das ist eben gerade dieses ganze Geschichtswissen. Kannst du komplett wegstreichen. Das sind Märchengeschichten. Alle. Dein komplettes Geschichtswissen ist Märchenstunde. Falls du jetzt sagst, nee, das kann doch nicht sein, sage ich einfach, zeig's mir. Hast du es selber gesehen? Wir hatten das doch eben hier. Hast du es gesehen? Kannst du mir zeigen, was vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren oder was weiß ich wann passiert ist? Und abgesehen davon, wenn du verstanden hast, was du bist, ist alles, was war und sein wird, da war nie was. Jetzt. Und es ist genau so, wie du es denkst. Und noch kannst du dir dein Denken nicht aussuchen. Du kannst es nur beobachten. Punkt. Noch, wenn ich sage noch, kannst du es nicht. Interessantes Wort noch heißt, bedeutet unter anderem vollkommen in sich selbst ruhend, stillstehend. Du bist diese Ruhe, dieser Stillstand, in dem alles jetzt da ist. Du bist dieses absolute Jetzt. Und da gibt es keine Zeit, außer als Idee, als Konstrukt. Wie gesagt, um träumen zu können, musst du in dir ein raumzeitliches Gebäude, was ein Kontinuum ist, aufspannen. Interessiert dich alles nicht mehr. Einen unter tausenden interessiert das, weil der will das studieren, der soll das tun. Aber warum muss ich 999 anderen damit auf die Eier gehen? Wichtig ist, andersrum gesagt, du musst der eine sein, der sich für alles interessiert. Und am wichtigsten für das Wesentliche, das Wesen, was du selbst bist. Und dort machen wir vor allem Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten. Das ist das Wichtigste. Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten. Der Rest ist Zusatz. Kann man machen, muss man nicht. Eine ganz andere Methodik natürlich. Körper kennenlernen, Geist, Seele, Natur und Lerne zu lernen. Das sind die 5 Hauptfächer, die wir nutzen. Ja? Weil damit hast du ein unglaubliches Werkzeugkiste, um im Leben in alle Richtungen zu gehen. Vor allem mit dem Thema Lerne zu lernen. Ob du dann damit Mechaniker oder Arzt werden willst, interessiert mich mal nicht. Aber du hast die Werkzeuge, um beides schnellstmöglich zu tun. Und du hast die Flexibilität im Kopf zu... Flexibilität im Kopf, das ist geistreiches Denken, sage ich jetzt einfach mal. Du bist offen in alle Richtungen. Dein Denken, deine Wahrnehmung. Das ist der Punkt. Und nicht mehr hier so speziellen Fokuspunkt. Das sind die Spezialisten. Die gibt es natürlich auch. Wenn du in dir entdeckst, hey, ich bin der Mathematiker, Physiker, wer auch immer, was auch immer, dann kannst du das ja genauso tun. Das ist genau das Ding.
Wenn dieses Talent in dir vorhanden ist, dann machst du eben das und dann wirst du eben ein Spitzenwissenschaftler, was weiß ich, auf welchem Gebiet, was auch immer. Sagen, ich will gar nicht mehr Mechaniker werden. Ich mache ab morgen was anderes. Ich weiß nämlich, ich lerne das ganz schnell und bin schnell eingeschult. Diese Flexibilität einfach zu behalten. So. Und dann ist es noch so im Zweiten. Also wirklich, diese Flexibilität ist so wichtig. Und nicht auch hier diese Sachen zu sagen, hey, ich kann heute dies tun, morgen das. Bitte nicht verwechseln so mit, ach, heute dies, morgen das, da wird ja nie was draus. Nein, du wirst in einem Gebiet gut und dann merkst du aber, hey, da kommt was Neues. Dann gehst du dahin, du wirst immer besser. Und du musst nicht bei einer Sache bleiben, naja, das habe ich jetzt schon gelernt, das mache ich jetzt schon 10 Jahre, jetzt mache ich es noch 30 Jahre und dann kommt ja bald die Rente. Du trabst dich selbst so tief in eine Fahrspur hinein, dass du allerhöchstwahrscheinlich dich schwer unglücklich machen wirst damit. Ja, das wird so träge, so eingefahren, wie so eine Fahrrille, die ist richtig tief. Und umso länger du einer Spur, immer derselben, denselben Spuren folgst, die meistens gar nicht deine eigenen sind, weil du eben erkennst, nach gewisser Zeit, nach einigen Monaten oder Jahren, das ist nicht meins, das war jetzt ganz okay, aber jetzt gefällt mir nicht mehr, dann machst du was anderes. Jetzt, zu dieser Zeit, und ich muss jetzt diese Beispiele auch zeitlich ausführen, dann kannst du noch aus dieser Fahrspur rausspringen, weil die noch nicht so tief eingeprägt ist. Aber umso länger du in der gleichen Spur verbleibst, umso tiefer werden die Rillen und umso schwerer ist es rauszukommen, weil die Banden, die Mauern um dich herum in deinem Gedankengefängnis immer höher werden. Und irgendwann ist die Energie zu schwach, weil deine Lebensenergie geht auch zurück. Ich spreche jetzt von einer ausgedachten Lebensenergie, von deinem biologischen Akku, wenn man so will. Ja? Und ja, irgendwann hast du dich so weit in dein Gedankengefängnis eingegraben, dass du einfach festsitzt. Und das macht auch nicht unbedingt Spaß. Das ist ganz einfach, wenn man das in projektbezogenen Dingen macht und die Kinder wollen das ja. Kein Kind will geometrisch was aufzeichnen und dann in der Theorie ausrechnen, wo der Kubus aufhört. Interessiert niemanden. Das ist genau auch so eine Sache. Der in Anführungszeichen normale Lehrer oder vielleicht auch die Eltern würden jetzt sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch weiterhin so. Ne? Diese uninteressanten Sache, diese graue Theorie, das ist genau der Punkt, diese tiefen Rillen, wo ich meine, diese Fahrspur. Du bist ewig eingefahren, du kannst gar nicht mal anders denken. Du bist so eng im Fokus geworden, dass dir das vollkommen unmöglich ist. Okay, weiter. Das sind die 2 Übergangsschritte. Und im 3. Schritt gehen wir dann wirklich in ein Schulsystem ein. Da gibt es gar keine Zwänge mehr von oben. Da wird es kein Bildungsministerium geben. Den Begriff Schule wird es nicht mehr geben, weil der ist auf Jahrhunderte verbrannt da oben. Also auch hier im 3. Schritt. Ich weise nochmal auf die Schriften, die ich unter dem Video verlinke, hin. Lernen 1, 2 und 3. Das passt eben, wie gesagt, wunderbar hier. Meines Erachtens mit dem Video hier, mit dem Gesagten zusammen. Da haben wir dann ein Bildungssystem, das sich wirklich so nennen darf. Jetzt sage ich, haben wir ein Ausbildungssystem aus mit der Bildung und danach haben wir ein Bildungssystem, wo Bilder und Visionen entstehen im Kopf. Ja, ist wunderschön gesagt. Auch hier mit der Bildung, das, was heutzutage nicht alles, aber vieles davon oder einiges zumindest als Bildung deklariert wird, hat mit wirklicher Bildung, mit geistreichem Denken überhaupt nichts zu tun. So, ich glaube, wir kommen zum Ende jetzt. Okay, machen wir noch die letzte Minute hier. Und da gibt es dann 2 Hauptunterschiede, das ist schnell erklärt. Dort gibt es dann einen Lernort. Der Ort, der ist in dir. Das ist dein innerstes Zentrum, das bist du selbst. Der Felix unterrichtet dort Mathematik und Glück. Und der Ricardo macht dort Heilkräuterkunde und Zauberei oder Englisch oder was. Das ist dein eigener Zaubergarten. Immer. Dort darf jeder hingehen, aber niemand muss. Und das ist das Entscheidende. Ja, du wirst, der Unterschied ist eben, wie er schon gesagt hat, hier der liebe Ricardo, es ist kein Zwang mehr da. Das ist der entscheidende Unterschied. Kein Zwang, du musst nicht. Du musst überhaupt nicht, egal was auch immer, du musst auch nichts verändern. Du darfst.
Das ist ein großer Unterschied. Ja, in diesem Sinne möchte ich dieses Video abschließen. So, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hatte viel Freude bei diesem Video vom Felix und vom Ricardo beim Schauen, beim Hören. Super genial. Vielleicht konnte ich mit ein paar Worten hier noch was ergänzen, so auf meine Art und Weise. Und vielleicht kann der ein oder andere damit etwas anfangen. Würde mich freuen. Ja, in diesem Sinne sage ich mal, bis gleich und tschüss.